So, das hätten wir. Was könnte er denn danach machen? Nachdem er gebadet hat, Hygiene müsste ansteigen, Harndrang. Dann gehst du hinterher mal auf Toilette. Und dann sollte eigentlich auch schon deine Fahrgemeinschaft kommen. Müssen wir mal gucken, wenn die eigentlich kommt. 14 liest da. Ja. So, dann würde ich sagen, gehst du jetzt mal zur Arbeit und Toilette gehst du hinterher. Obwohl das eigentlich blöd. Naja, egal. Ja, hup noch mehr. Ich komme ja schon. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Ach Mensch, das ist eine hübsche Tante hier. Schau mal. Im Wagen ist. Ich weiß nicht, wer es ist, aber. Zur Arbeit fahren. Dann fahren wir hin. Nochmal normaler Betrieb heute. Und dann würde ich sagen, gib Gummi. So. Dann warten wir jetzt darauf, dass er wieder nach Hause kommt. Ich muss unbedingt gucken, wie das geht, einen zweiten Sinn zum Haushalt hinzuzufügen. Das wäre irgendwie ganz lustig. So, ich klicke hier. Hallo, hallo, hallo. Selbstständige arbeiten. Ich wollte gerade sagen, hier. Einfach von der Arbeit abhauen. Kommt vielleicht nicht ganz so toll. Mensch, wo der Fritz hier auch bleibt. Hilfe, Hilfe. Der lässt sich aber Zeit. So, wenn er nach Hause kommt, kann er zuerst. Nee, nicht da. Nicht dahin gehen, dann kann er zuerst Wochengeschehen von mir aus angucken. Dann kann er mal auf Klo gehen. Hunger hat er auch, dann soll er mal was essen. Oh, Kampf der Küche. Der Chefkoch des Restaurants veranstaltet einen Wettkampf, bei dem der beste einheimische Koch ermittelt werden soll. Bereite etwas Besonderes zu und mach dich schnell zum Restaurant auf, um den Wettkampf teilzunehmen. Den Gewinner wirkt ein Geldpreis. Oh, möchtest du an dieser Gelegenheit teilnehmen? Ja klar, warum nicht? Können wir machen. Ja, in die Stadt gehen tun wir morgen. Jimmy hat Tage weggebracht. Heute Monat, das ist sehr schön. Dann sollen wir das reintragen, dann sollen wir auf Klo gehen. Oder irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob er da jetzt auf Klo gegangen ist. So, dann komm nach Hause. Mein werter Freund. Lest hier kurz die Zeitung durch und dann machst du mal Abendessen. Und zwar klebrige Carbonara. Keine Ahnung, was das ist, aber bestimmt was Tolles. So, welcome back, my happy Jimmy. Dann liest ihr mal die Zeitung durch. Ich mal ein bisschen vor. Na, so. Amateur-Olympiade. Das Stadtkommando, das ist ein Olympiade, muss jetzt nicht teilnehmen. Mach mal schneller. Na, muss ich schneller kochen, finde ich besser. Ja, schon fertig. Und dann Schlaf ist vollkommen ausgeruht. 7 Stück 37. Ja, kannst du machen. So. Seltsam, wer lacht da immer so blöde? Irgendeiner lacht hier immer so einen richtig hässlichen Lachen. Ich weiß nicht, was das ist. Was wundert mich? Was träumst denn du? Außer von Zwiebeln, Muskelmann und irgendwelchen Bildern? So, nächsten Tag, das wäre jetzt. Mittwochs muss er nicht zur Arbeit, ne? Ne, Mittwochs hat er frei. Und das finde ich klasse, deshalb machen wir folgendes. Erstmal lasse ich das jetzt nämlich normal laufen und dann. Erstmal ein großes Gemälde malen. Aussäubern. Ah, das kannst du auch mal machen. Level 4 der Kopffähigkeit, das kriegen wir hin. So. Zufriedenheit. Er will Spaß haben. Ne? Wenn er Spaß haben will, soll er was kochen. Ach ja, hier irgendeine Waffeln bitte futtern und dann Reste wegstellen, aufräumen, klebrige. Ne, die futtert er noch nicht. Reste wegstellen, aufräumen. Waffeln nicht blöd. Reste wegstellen. Ne, komm mal, Reste wegstellen. Oder? Ja doch. So, dann mach mal hinne. Was hat er gesagt? Bis 37. Das ist ja lustig. Schlafen, schlafen. 5 Uhr. Lalalalalalala. Angespannt. Er ist angespannt. Wieso ist unser Jimmy angespannt? So, 7:37 Uhr. Er ist wach. Oder müsste gleich aufstehen. Achso, er hat keinen Bock aufzustehen oder wie? Ah ja. So, er ist gut ausgeruht und möchte
ich gesagt, zuerst mal Haus säubern, Waffeln essen. Achso, ja, okay. Ui, ein großes. Oh, das ist. Boah, sieht cool aus. Aber wir müssen mal ein bisschen flotter. Lalalala, mal ein Bild. Lalalala, mal ein Bild. Ein bisschen malen. Ich lasse den jetzt mal so bis 12 oder so ein bisschen rummalen. Und dann. Was hat der da malt, was das so sein soll? Ja, das sieht aber irgendwie schon stark aus. Unsicher mal sagen. Das Bild hat was. Und vor allem so in der Unterhose malen ist natürlich total stark. Ich meine, wer macht das nicht, in der Unterhose seine Kunstsachen malen? Macht ja jeder heutzutage, also das ist ja völlig normal. Glückwunsch, Jimmy hat für die Fähigkeit zu dem normalen Level 3 erreicht. Hey, cool. Und dann kannst du damit aber mal aufhören, dann kannst du erstmal ein Gelee-Sandwich zubereiten. Okay. Schau mal, das Bild sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Ich weiß nicht, was es wird, aber es sieht gar nicht mal so gut aus. So, Kollege, dann Gelee-Sandwich. Kannst du dir gerne machen. Kostet mich nur wieder 6 Emolions. Haha. So, 377 haben wir. Das ist ja super. Warum geht's dir schlecht? Du hast Hunger. Ja, dann futterst du ja gleich. Genau. Schmier dir erstmal ein bisschen Margarine drauf. Mach ich auch. Ich liebe Margarine und Brot. Lecker. Ja, nur köstlich. So, jetzt können wir Handy-Outfit wechseln. So, mit dem Studio zum Ninja Pro. Achso, so können wir das machen. So, und zwar machen wir folgendes. Zur Kunstgalerie gehen. Das finde ich, dass das heute mal machen könnte. So ein bisschen zur Kunstgalerie, ein bisschen angucken und so. Das finde ich gut. So. Dann futter mal schnell was. Ich sprung mir ein bisschen vor. Und gegessen hast du. Genau, immer schön wegräumen und alles sauber machen. Ist ja cool. Fähigkeit schreiben erlernen, das kann man machen. Kannst du ein kleines Büchlein schreiben. Mach da jetzt weiterkochen. Ach, er will weiterkochen? Oh Mensch. Cool, wenn er kochen möchte, gerne. So. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dein Zimmer ausfindig zu machen. Ah, hab ich da jetzt gereilt. So. Du möchtest zur Kunstgalerie. No problemo. Dann fahren wir mal zur Kunstgalerie. Oh. Hey, ich würde Ihnen doch ganz gerne folgen. So, Jimbo, willkommen in der Kunstgalerie. Da. War in der Kunstgalerie das legendäre Gemälde der drei Sternchen in einem Viereck, hat sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt. Du kannst Erinnerungen sind jetzt über Facebook oder die Sims 3 Website. Nein, möchte ich nicht. Wo ist er denn jetzt? Ist da drin? So, das betrachten. Niblord. Lustig. Ah, Tube! Können wir mal einen höher gehen? Hier oben sind auch ein paar Kunstsachen. Huch. Könntest mal das hier betrachten. Alter, sehen wir mal hübsche Sachen. Nefzilamana. Betrachten. Mamina. Was sind dies? Kannst du auch mal angucken. Ich weiß nicht, was es ist, aber bestimmt was Hübsches. Was machst du jetzt? Achso, er benutzt die Toilette. Ah ja, okay. Okay, das kann er auch ganz gerne machen. Du. Barsch begrüßen. Ne, du könntest dich mal mit dem Fuzzi unterhalten. Freundschaftlich begrüßen, warum nicht? Ja, wie denk? Wir schreiten hier rum, Alter, was das für eine Tante hier rumbrüllt. Oh, Havali! Stopp. Don't du kannst dich auch schon mit dir unterhalten, warum nicht? Freundschaft mit dir. Galabuwa! Mamu! Hau mal lustig hier. Warum nicht? Jetzt haben wir uns ein bisschen mit dem unterhalten. Ach Mensch, ein kleines Baby. Ich wusste gar nicht, dass so ein Baby auf dem Boden sitzt. Guck mal, ich glaube, der Sportler. Vielleicht kann man sich mit dem anfreunden und dann. Wow, ist ordentlich was los. Unterhaltet euch mal schön.
So, nach Karrierefragen, über Kunst reden, Liebe für Sport ausdrücken, arbeitslos ist. Sind wir auch? Nein, wir haben das nicht. Alter, die Tante hat Nee, das Gesicht brauche ich gerade, warte mal, von dem Fuzzi jetzt. Das Gesicht von Jimmy will ich jetzt auch sehen. Warte, ich gehe hin. Oh Mensch, jetzt liegen da zwei Babys auf dem Boden. Nee, nicht wirklich, oder? Was haben wir jetzt gemacht? Zum Gemeinschaftspool gehen. Nee, nee. Das Gesicht sieht ja mal echt geil aus. Okay, okay, ist ja gut. Show me on Banaschk. Flops me know that. Puffin' me more. Fitzel. Raffi Glass, though. Ich würde sagen, dann kannst du langsam mal nach Hause fahren. War heute dein Tag in der Kunstgalerie, hat dir bestimmt gut gefallen, mir übrigens auch. So, Kollege, dann fahren wir nach Hause. Oder war gerade eine Meldung, die habe ich nicht gehört. Ja, ist ja klar. So. Mal hier irgendwas machen? Ne, betrachten haben wir jetzt genug betrachtet hier. So, dann fahren wir mal schön mit dir nach Hause. Ach, da ist übrigens das Schwimmbad, ne? Wir könnten noch mal ein bisschen so... Wir müssen mal ein bisschen länger in der Stadt sein und ein bisschen die Stadt erkunden und hier und da und halala. Ich meine, weit weg tun wir von der Stadt ja jetzt auch nicht wohnen. So, Jimbo, ein bisschen Energie hast du noch. Hygiene. Boah, dann gehst du nämlich kurz aufs Klo. Kannst dann die Zähne putzen. Anschließend kannst du noch ein bisschen weitermachen. Ein bisschen weitermalen. Energie hast du ja noch ein Stück, die nutze ich noch aus. So, lalala, ja, du, ich könnte ja am liebsten eine Schwalbe. War denn jetzt kaputt gegangen? Was hast du jetzt kaputt gemacht? Handwerker rufen, abziehen. Verstopfen. Ach nee, verstopft. Na, ist ja super gemacht, oi. Probier du mal die zu entstopfen, vielleicht kriegst du es hin. Putz dir mal schön die Zähnchen. Ach ja. Irgendwie, das Spiel ist doch ganz lustig. Aber ich glaube, im zweiten Sim wird es ein bisschen mehr Spaß machen. Was ist denn da auf dem Gemälde los? Achso, Schatten, glaube ich. Vom Fenster wahrscheinlich. So. Mal, wie lange putzt du eigentlich Zähne? Ich kann dich im Spiegel sehen. Dann entstopf die mal. Bin ich mal gespannt. Ah, na super. Mach den Boden ruhig nass. Warum auch nicht? Hauptsache, du reparierst es. Wenn du das hast, gehst du mal einfach nur kurz duschen. Ach ja, wenn du das sauber machst, bin ich ja gleich... Oh, die armen Schuhe. Oh Mann, ey, Jimmy. Nicht dein Ernst, ne? Mann, Jimmy. Ach, der hat noch Waffeln, ne? Oder was für eine Qualität? Nee. Scheußlich. Ja, zubereitet von ihm, ne? Ja, man kochen kann eigentlich jetzt ein bisschen, ist ja doof. Boah. Jimmy Jackson hat die Schraubschlüssel und Hammer zur Hand genommen und eine Sorte Toilette repariert. Nie wieder wird er den Schweiß und Schmerz vergessen. Jetzt sehe ich den Hammer versehentlich in den Anschlag. Oh, ja, super. So. Nugel, Chertog, Narsa! Wett? Ach, du willst baden? Ja, dann kannst du auch baden gehen, mir doch egal.
kannst auch baden gehen. So, kochen Level 4. Hm, ich würde sagen, aber nach dem Baden gehst du erstmal pennen. Mal ein bisschen flotter. So, wir haben es jetzt wie spät? Noch 23 Uhr erst. Naja, geht ja noch. So. Dann geht's pennen. Ich glaube, so nach deiner Energieleistung so sollte das gut sein. So, am nächsten Tag kannst du mal die Waffeln. Ja, die kannst du jetzt essen. Selber schuld. Du hast es gekocht. So, musst du wieder zur Arbeit. Ich muss ja immer erst gucken. Nee, musst du nicht. Okay, pass auf.